Willkommen zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir gehen nach Faldars Zahn. Was ein gruseliger Titel, wenn ihr mich fragt. Ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben, ohne Tränke, ohne alles. Aber haben es dennoch geschafft, einige, wie ich finde, verdammt starke Gegner zu besiegen, oder? Also ich fand schon, dass sie doch ganz schön stark gewesen sind. So, wir sind hier drin jetzt wieder ungesehen. Können das ja theoretisch zu unserem Vorteil nutzen. Irgendwann zur Ruhe setzen. Auf einer schönen Insel. Ist da jemand? Lydia, du bist so ein dummes Ding, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die haben uns jetzt eh gehört und kommen jetzt gleich hier hin und kloppen uns um. Das alles nur wegen Lydia. Tatsache, der kommt. Oder? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ganz genau. Was war das? Was denn? Aua. Hier, nur für dich ein Feuerball. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich habe noch mehr für euch. So, ihr wisst ja, wir machen also jetzt gerade quasi die Hauptstory weiter. Wir durchqueren jetzt hier die Ebene von Rift, so nenne ich es einfach mal. Um danach dann nach Ivarstadt zu kommen. Ich sehe keinen Hebel. Meine Texturen sind übrigens hoch. Die Textureinstellungen. Ich habe extra nachgeguckt. What? Das können wir ausnutzen. Ach du Schande, too much. Lydia da hinten. Angriff. Feuer ist gar nicht gut. Nein. Theoretisch haben wir ihn besiegt, aber wir werden jetzt von ihm niedergestreckt, weil wir keinen Heiltrank haben, oder? Aua. Lydia. Es liegt jetzt an dir. Mann, ey. Wird das gerade hier echt hart? Also hier wird es gerade echt hart. Immer noch. Natürlich immer noch Wert auf die richtige deutsche Aussprache legen. Na? Schick modelliert die Viecher. Die Erfahrung nehme ich trotzdem mit. Ist auch ein Mistvieh, oder? Ich habe ihm aufgeschlossen und der hat mich dann angegriffen. Ah, jetzt haben wir dafür den Schlüssel bekommen. Ja gut, ist natürlich auch einerseits nicht so gut, weil jetzt können wir dadurch mal keine Erfahrungspunkte mehr bekommen. Faldar-Käfig. Alles klar. Ein Faldar-Käfig. Boah, Falle. War ja klar, dass Lydia wieder reingeht. Kannst ruhig nochmal. Schade. Danke, 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 danke. Das macht gar keinen Sinn mehr, das hier überhaupt zu machen. Ja gut, jetzt hätten wir natürlich die ganzen Fälle mitnehmen können. Und hätten hier da schön Lederbänder draus machen können. Für unsere Schmiedefertigkeit.
So, schön viele Lederstreifen bekommen. Wow. 10 Gold, 3 zu 1 auf Weiß. Bin ich weiß? Danke. Ist hier irgendwann Dietenwolf-Dreck gestorben? Hier haben die auch eine Arena gehabt. Ey, sind die alle krank, die Banditen? Komm schon, komm schon. So. Sehr schön. Goldmünzen, Dietriche, makelloser Amethyst. Dietrich, Goldmünzen, Stahlpfeile. Eisenpfeile, Gold. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ein Meisterschloss. Dammit. Ist echt schwierig. Es könnte mich wirklich überall sein. Sehr schön. Mann, ey, ich tue mich manchmal echt schwierig. Manchmal funktioniert es total gut. Sind zwar nur kleine Beträge, die man so sammeln kann, aber immerhin. Oh, schon wieder ein Meisterschloss. Ist aber echt ein Witz hier langsam. Weil wir haben bald die Fähigkeit auf 70, ne? Dann wird es richtig interessant. Mann. Leute, Leute, Leute. Wo ist es denn? Da ist gar nichts. Boah, es regt mich. Das regt mich dann doch ziemlich auf, muss ich zugeben. Moment. Mann. Da war's doch. Ah, Mann. Ma, geht doch. Oh. Stufenaufstieg. Way. Gesundheit. Schloss knacken. Mal eben gucken, Interesse halber. Hundert. Da haben wir es geschafft. Dietriche zerbrechen nie. Hier ist auf jeden Fall sozusagen der Jackpot. Diese Anlage hier. Wie die Goldmünze. Nein. Ach, kann doch nicht wahr sein. Diadem, Gold, makellose Rubin, Juwelenhalskette. Dankeschön, Dankeschön. Weg da, Lydia. Weg da, Lydia. Das sieht ziemlich böse aus. Heißt, mit 75 geht's erst weiter. Nice, Wolf. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Lieber Eiswolf, ich häute dich und gebe dir dafür einen Bogen. Ich finde, das ist ein recht fairer Tausch. Unsere Klinge ist so mit Blut bedeckt, Lydia. Lydia! Es bringt nicht viel, wenn du immer noch im Weg stehst. Hallo? Hallo? Hallo?
Wow! Erschrocken, ey. Nicht drauf vorbereitet. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich muss unbedingt in ganzen Sätzen sprechen. Das Dungeon nimmt seltsame Formen an. Ist da jemand? Tagebuch des Kochs. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das ist alles, was sie wollen. Ich habe ihnen leckere geröstetes Lauch aufgetischt und sie haben ihn mir ins Gesicht geschleudert. Ich habe ihnen gesagt, wenn sie mir ein bisschen Fisch oder Wild bringen, dann würde ich es kochen, aber sie verpassen ihren Sold doch bloß ständig im Ring. Aber vielleicht gibt es hier einen Weg, wie ich ihnen ein bisschen Fleisch besorgen kann. Das ist der Koch? Nein, das sind Plünderer. Der kam nicht mal zum Schlag, der arme Kerl. Goldmünzen. Goldmünzen. Das scheint der Koch gewesen zu sein. Hundefleisch. Hundefleisch. Lauch. Erlesener Geschmack. Koch. Okay, da ist die richtige Gefahr. Und da kommen noch mehr. Irgendjemand macht mir gerade richtig bösen Schaden. Du hast recht, niemand schlägt einen Ork. Bist du jetzt zufrieden? Oh, er hat von mir abgelassen. Gott sei Dank. Und die arme Lydia kriegt jetzt ordentlich drauf. Lydia, lebst du jetzt oder bist du tot? Das ist die Frage. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Werde euren Knochen wie Glas zerbrechen. Aua. Lydia! Kommst genau richtig. Du tötest den, ich töte hier hinten den Banditen. Das finde ich ganz fair. Oh, Lydia hat wieder volle Leben. Das ist ja genial. Komm her. Boah. Also es geht auch ohne Tränke. Ist ein bisschen taktisch. Man braucht ein bisschen Auslaufsfläche. Es wird später wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, aber aktuell kann man sich so ein bisschen mit Trickserei doch noch den Sieg beschaffen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber ich denke mal, zum Zuschauen ist es so lustiger, als wenn ich alles einfach umhaue. Ist für mich ja auch unterhaltsamer, muss man dazu sagen. Ich bin ja keineswegs darauf aus, das Spiel einfach nur durchzurushen. Sag ich euch ganz ehrlich. Ein kleinen Heiltrank. Eine Kommode mit einem Hut, den ich nicht will. Goldmünzen, die ich gerne will. Ein Gang, der mir Angst macht. Ein Dolch der Funken. Puh.
Leute, ich muss aber aus einem bestimmten Grund jetzt hier einen Schnitt machen. Es tut mir wirklich leid. Nächstes Video wird länger. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Hier geht's weiter. Bis dann, Leute.